Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Wir sind wieder dabei, Gran Turismo Sport zu betreiben. Und zwar habe ich mir jetzt gerade gedacht, ey, wisst ihr was, ich knüppel noch einen hinterher. Und zwar nehmen wir jetzt hier diese kleine andere lächerliche Strecke, und zwar Blue Moon Bay Speedway. Und da werden wir auch ganz schnell mal in Gold hinzaubern. Also los. Wir werden uns erstmal richtig warm fahren, bevor wir uns an die Hardcore-Strecken ranmachen. Ich sag mal so, schwitzen, ich werde ins Schwitzen kommen. Na dann komm, kurzes, knackiges Video. Start. Einfach nur geradeaus und links fahren. Vollspeed brauchen wir. Wir brauchen den vollen Speed. Gleich eine Zeitschraube bekommen. Gleich eine Zeitstrafe. Ja, okay, komm. Abgehakt, nochmal neu. Du musst den Winkel richtig treffen. Komm. Hä? Gold, 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 Gold. Ich sag euch, das ist ja eigentlich keine Herausforderung. Da muss man ja wirklich nur geradeaus fahren und um eine Kurve. Also. Oh, wie mir schon. Ich dachte, meine Tochter kommt rein. So, komm, gleich Aufgabe 2. Dasselbe in grün. Also eigentlich, ich weiß gar nicht, so eine Strecke ist eigentlich lächerlich. Das ist ja nur ein Kreisfahren. Da geht's hier mal los. Ist sogar noch leichter, weil ich habe noch nicht mal die krassen Kurven. Also ich glaube, die kann ich sogar gleich mit Vollgas fahren. Jo. Ritt. Voll um die aggressiv in die Kurve gerippt. Komm, kriegen wir hin. 24, 25, 26, 24. Gold, 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 Gold. Ey, ich mach mich jetzt zum Affen. Aber es ist einfach zu leicht. Nein, es ist zu leicht. Ach Mann. Aus welchem Film waren das da? Zu leicht. Nein, es ist einfach zu leicht. Hier hagelt es XP-Punkte. Oh, Stufe 22. Yo, Mann. Und jetzt eine Runde schaffen. 45 Sekunden. 45,4 sind zu unterbieten. Das werden wir auch noch packen. Jetzt volle Konzentration. Fünfter. Hoch in den Sechsten. Schön die Kontrolle behalten. Und raus. Voila, Gold. Man merkt, wie begeistert ich bin, wa? Ja! Pure Begeisterung bei mir. Hauptsache, wir haben Spaß. So, verlassen wir das mal und gucken, was wir Schönes kriegen als Belohnung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Komm, zeig's her. Blue Moon Bay Speedway. Alle Rekorde erzielt. Sie haben ein Auto als Geschenk. Was kriege ich? Es kann nur ein Sportwagen sein wieder. Nein.
Einen Hyundai. Es ist ja nicht zu fassen. Hyundai Genesis GR3. Okay. Belohnung freigeschaltet. Okay. Dann wollen wir den auch mal testen, den Wagen. Den Hyundai, aber das machen wir nicht auf Nürnbergring, das machen wir woanders. Dann gehen wir mal kurz eine kleine Strecke. Wie gesagt, ist ja noch ein kleines Rennchen nur gewesen. Ey, sag mal, hallo? Bleibst du mal da, wo du bist? Zeitrennen. Haben wir hier meine Lieblingsstrecke. Original. Autodrom Lago Mag. Ich kann diesen Namen gar nicht so aussprechen. Also nimmt mir das nicht übel, aber ich bin da irgendwie nicht der Experte drin in diese ganzen komischen Namen. Fahren wir mal in den Morgen schon. Wo ist er? Der Hyundai. Hyundai. Na sag mal, ich hab schon so viele Autos gekriegt, hab gar keinen Überblick mehr. Ach die Jemine. Moment. Ach da! Direkt vor meiner Nase. Naja, aber die hier natürlich manuell. Ich fahre hier nicht mit irgendwelchen Hilfen. Also das Einzige wirklich, was echt abfuckt, sind diese Ladezeiten, diese Ladezeiten. Sonst ist das wirklich gut gemacht, also. Gran Turismo Sport ist eine Liebeserklärung an den Automobilrennsport. Wirklich, also. So viel Liebe im Detail. Wahnsinn. Ja, Mann. Wollen wir mal gucken, wie er aussieht? Moment. Ja, auch nicht schlecht, die Karre, wa? Bleib mal stehen. Nee. Durfte das mal kein... Schade, dass die Kupplung müsste man mal einstellen. Okay, dann los. Der links, rechts kommt jetzt. Oh. Wie ist das Auto eingestellt? Geh mal runter von der Traktionskontrolle. Oh, oh, oh. Oh, da konnte ich noch fangen. Da wäre mir fast weggeflogen. Ist ja ganz schön übersteuert gerade, wa? Aufpassen, so eine Kurven sind tückisch. Und ich mache auch noch genau die Scheiße. Ich rede schon von und ich mache die Scheiße auch noch. Aber es ist perfekter Vorführeffekt, wa? Vor allem ganz heftig, wenn man jetzt, sag ich mal, so von irgendwo von unten kommt und über einen Hügel, so über so einen Berg rüber, dann flitscht das Auto ganz schnell weg. Wegen der Flugkräfte, wegen den G-Kräften, die am Auto ziehen. Hier so eine Kurven zum Beispiel, da merkt man das schnell. So, jetzt hier, das hier, oh, ich komme mal richtig von oben runter geprescht. Das ist meine Lieblingskurve. Und bam! Also, das reicht. Fazit zum Auto, wenn man es bestimmt einstellt, fährt es sich richtig geil. Eigentlich fahren sich alle Autos geil, außer diese Schnecken. Also wenn dann sowas kommt wie hier so ein VW-Bus oder so ein alter, also gibt es ja auch so eine Dinger, wenn ich noch mich zurückerinnere an Gran Turismo 6, weil da waren ja teilweise Aufgaben bei. Naja, egal, wie die noch sei. Wir werden beim nächsten Mal wieder weitermachen, wie in gewohnter Manier. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Tornado. Ciao.